Morgen, Männers. Jetzt wach. Tommy hat eben schon getroffen. Jetzt die beiden sich rausgelegt haben. Als ihr die Zelten mit der Sonne, die hier kommt, viel zu warm wird. Danny ist auf egal, der rockt weiter. Aber die beiden haben sich hingechillt. Ich leg mich auch da in die Sonne ein bisschen. Bin schon wach, kann noch nicht mehr schlafen, wirklich. Aber ja, ein bisschen fies am Chillen. So, wir haben jetzt knapp 2 Stunden später. Tommy ist auch mal mittlerweile von seinem Schlafplatz aufgestanden. Justin liegt da hinten noch irgendwo. Im Nirgendwo noch im Schatten, damit er noch ein bisschen schlafen kann. Ich bin hier noch ein bisschen am Frühstücken. Ich habe mir gerade ein Brot gemacht, eben auch mit Erdnussbutter. Und Chili, wirklich unglaublich, mein Leben. Einfach da gerade 2 Stunden gelegen und wirklich gar nichts getan. Nicht geschlafen, nur gechillt. Toi, wie geht's dir? A la Bonheur. Naja, schauen wir mal, wann wir irgendwas machen. Was läuft? Dein Mikro muss an. Was läuft, Sportsfreunde? Wir bauen gerade ab. Ja, jedes Mal. Wir bauen gerade ab. Rucksäcke verstecken, wandern. Ach so, Fokus ist auch nicht auf mir. Jetzt ist Fokus auf mir. So, Freddy, erzähl mal, was Tacheles ist. Zimmer soweit. Zelte zusammengepackt, Sachen zusammengepackt. Jetzt gehen wir wieder runter zu einem, Wasser auffüllen. Dann laufen wir denselben Weg wie gestern nochmal. Juhu! Und dann noch ein paar Stündchen mehr wahrscheinlich. Survival Danny geht jetzt nach Hause. Und Danny dippt nach Hause. Ja, man muss euch verlassen. War ein bereichernder Trip. Hat mich fast umgebracht. Viele Nerven gekostet. Aber auch viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, auch kennenzulernen, Jungs. Und auf eure weiteren Reisen nur viel Spaß. Danke, ja. Und viel Erfolg. Dankeschön. Können wir nur so zurückgeben auf jeden Fall, denke ich. Die positiven Vibes. War eine Bereicherung auf jeden Fall. War eine Bereicherung. So, ne? Genug Quatsch. Angenehmer Zimmergenosse. Oh Gott, checkt auf jeden Fall seinen Kanal auch ab, unten drin. Survival Danny. Wir werden dich im Herzen bei uns tragen. Ich finde geil, dass du jetzt wirklich off-track da reinjagst. Er haut einfach rein. So, hier sind überall Wege, er haut einfach rein. Ja, los geht's, ne? Erstes Mal für mich, dass ich so filme. Wir schreiben 16 Uhr. Heute hat alles so ein bisschen länger gedauert. Aber nach den letzten 2 Tagen hat man so ein bisschen Rest gebraucht. Und ja, Danny haben wir jetzt Ciao gesagt. Und Plan heute ist, dass wir den Weg, den wir gestern bei der ersten Tour lang gegangen sind, noch ein bisschen weitergehen. Ein bisschen erkunden, ein bisschen rumdümpeln. Und dann irgendwann wieder umdrehen. Stirnlampen haben wir dabei. Also, ich denke, das wird auch in den Abend, in die Nacht gehen. Kann nichts schief gehen. Kann nichts schief gehen, so. Da ist der Eingang zum Weg. Schild vom Weg ist auch direkt hier. Ja, ich würde sagen, es geht los. So, 4,5 Stunden. Knappensteig nur für schwindelfrei und erfahrene Bergtouristen. Würde ich uns mitzählen. Da kommt nichts mehr, mein Bruder. Ich Kamera an und der Junge ist fertig, weißt du? Da kommt nichts mehr. Er ist kein Performer vor der Kamera. Nee. Naja, so ein Low-Performer. Sagen alle, ne? Sagen sie alle. Haben sie recht.
Bis hier sind wir gestern gekommen. Dann, keiner weiß warum, sind wir da hochgejettet zu den Höhlen. Und Plan heute ist El Justino folgen. Da runter. Ich bin gespannt. Freddy, was sagst du? Luft ein bisschen raus? Ja, nicht so viel gut geschlafen und auch irgendwie nicht den Bock drauf gehabt, weiter zu schlafen draußen einfach. Auch nicht mehr der Fitteste. Das hat sich nämlich gestern herausgestellt, dass das Justin und ich sind. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht hier. Ich komme mir wie im Dschungel, ja? Vor wie im Dschungel. Dschungel mit Bergen. Oh, da war doch fast. Vielleicht doch ein paar Abwander, ja. Ach, ja. Darunter geht's. Bisschen unentspannt aus. Oder wenn meine Allergie kickt, so böse, weil ich diese Krone hab. Egal, sieht schön aus. Ui! Dein Müller ist auch geiler! Ich freue mich. Das fühlt sich auch nicht ganz koscher an. Das war mal grün, glaube ich. Interessant, interessant. Was auch nicht. Das finde ich besonders toll. Der Bruder hier ist nämlich komplett auf dem Boden. Soll ich so laufen oder was? Oh, der wird interessant. Ah, der wird billig. Ein Freddy freut sich. Mal. Freddy mag das. Dunkelheit und Höhe. Faster, harder. I'm gonna take you higher. We gonna touch the sun. Was war das? Was war das? Nee, das ist gut. Ich hab's drauf, wenn man sieht. Was war die für Sounds auch? Da ist ein Ziegel. Da kannst du eine Kettensäge, Digga, die gerade am Absterben ist. Da ist ein Ziegel. Ein Bergziegel. Ich glaube, die hat gekackt. Ich glaube, sie hat gekackt. Ich glaube, die Kacke ist da rechts runtergerollt. Ich zeig das auf das Video. Für die Tierexperte. Denkst du? Das ist aber ein Weg. Die guckt uns an. Got the diamonds in my mind. I got the diamonds in my mind. I got the diamonds in my mind. I got the diamonds in my mind. Ich meine, so tief geht's da jetzt auch nicht runter, ne? Stimmt. So. Warum beschwere ich mich überhaupt? Also ab 10 Meter bist du eh tot, deswegen, weißt du, alles danach ist ja auch wack. So, ist egal. So. Ne? Hey, wer bist du denn? Hm? Wer bist du denn? Sam Bray bei dir. Soll der fliegen lernen? Schreibt's mal in die Kommentare. Oh! Nein, danke. Der hat sich gesehen. Aber ich glaube, ich habe dir so einen Klaps auf den Hintern gegeben, der mal bewegt sich mehr. So wie mein Käfer heute Morgen. Mhm. Ich habe mir eine Wünschelrute Ich habe mir eine Wünschelrute gebaut. Ohne einen Crawler. Guck mal, soll ich mal crawlen? Oh wow, ist das krass. Die gefunden sind nicht ausgegangen. Das ist immer so geil. Oh, ist das krass. Ach ja, boah, wir sind wirklich kleine Pause am Machen und hier ist geisteskrank. Keep knocking
Ja. Darüber, I guess. I'm a fool for love. Wir dachten wirklich, mit Schnee wär's vorbei. Ich versuche jetzt Yannick nachzumachen und mache jetzt hier Couscous mit Wasser. Ja, muss mal gucken, ne, wie weich die gleich werden. Weil gestern waren die schon hart und Wasser einfach nur aufgekocht. Deswegen bin ich gespannt. Wann sind wir los? 15 Uhr circa? Mhm. Vielleicht 15.30 Uhr? So zwei Stunden, zweieinhalb sind wir unterwegs. Wenn wir ohne Pausen, was nicht geht, weil wir berghoch gehen, zurückjetten würden, hätten wir noch so eine halbe Stunde, bis es dunkel wird. Also können wir noch eine Viertelstunde in die Richtung Jackson und hoffen, dass der Klettersteig kommt, wenn wir den noch sehen wollen. Auf der Kamera sehen wir doch ungefähr, wo der Klettersteig ist, oder nicht? Das weiß ich nicht. Aber ja, ne, Planung über Planung. Wir wollen halt nicht so den Weg, den wir gerade gegangen sind, im Dunkeln zurück machen. Wir haben zwar Stirnlampen dabei, das ist nicht das Ding. Es geht eher so ums Leben. To be alive on the next. So, Sportsfreunde, jetzt habe ich wieder Kamera. Das heißt, gute Kameraarbeit wieder. Den Spruch habe ich bei Selina schon gemacht. Freundchen. Ich gebe mir Mühe, okay? Hä? Ist mein Mikro überhaupt an? Hallo. Ja, ist an. Wir gehen jetzt da Mühe, hoch. Okay. Halbe Stunde hat Danny gesagt, bis wir berg oben sind. Deswegen machen wir heute nochmal. Nee, Spaß. Wie gesagt, wir gehen zurück. Wir gehen da wieder zurück. Zurück. Weil kein Bock im Dunkeln zu latschen. Im Dunkeln. Nein. Jettet einfach vor. Ist kein Bock mehr auf uns, mach Solo-Wanderung. Ich step vor. Kein Bock mehr auf die Jungs. Hau rein, ja. Geh mir eh auf den Sack. Ha, Freddy! Ich fange! Kann man noch holen. Sag doch. Es grenzt jetzt halt schon böse ans Klettern. Nervig. Uiuiui. Uns aufs Gedippt. Lohnt sich aber. Lohnt sich, ey. Ich meine, gibt euch das. Pause. Ist anstrengend. Football. Oh, ist anstrengender irgendwie. Uff. Hat mir irgendwie keiner erzählt vor dem Urlaub. Das hätte ich die Scheiße nicht mitgemacht. Mein Vertrag war anders. Ah, ist das warm. Pause vorbei. Weiter geht's. War auf jeden Fall ein dicker Brummer. Weiter geht's auf jeden Fall. Mal ganz kurz. Da geht's gerade runter. Was halten Sie davon, Frederik?
Wir haben gerade eben da drüben einen Erdrutsch gesehen. So ungefähr da. Sehr, 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 sehr interessantes Geräusch. Hat sich angehört wie Gewitter. War schon hart. Sah unglaublich harmlos aus, aber. Ja, ja. Der war fett. Der war fett, fett, fett. Ich kann da hinten einfach schon vorgesprintet. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr. Freddy kann auch gar nichts. Freddy kann gar nichts. Gar nichts. Obwohl gleich ist gut. Uns maximale Verwirrung angesagt. Wir sind gerade irgendwie weiter, als wir gedacht haben. Also wir dachten, wir sind viel, viel. Ach, hier ist dieses Kletterding auch. Wir haben so ein paar Checkpoints, aber die haben wir nicht mitbekommen. Ja, wir haben einfach keine Jetzt Ahnung. Jetzt sind wir so beim dritten Checkpoint gespawnt. Wir wissen nicht warum oder wie. Wie wir es gemacht haben, keine Ahnung. Checker, check, check. Check, check. Checker, check. Oh, nett, nette Moves. Zeig mal, was du drauf hast, Großer. Oh, oh, oh. Nee, den kann nur einer. Ja, ja, à la Bonne. Freddy zeigt euch jetzt, wie die Ziegen das machen. Wie machen denn die Ziegen? Eine richtige Ziege bist du, ey, wow. Uff. Unter den Ziegen, ein richtiger Ziegenbock. Ich fühle mich wie neu geboren hier. Komm, wir ein richtiges Zieglein, so ein kleines. Ein kleines? Ja, genau. Ja, genau so ein kleiner Pisser. Meine Performance. Ich muss auch gar nicht. Na, hör mal. Und Action. Nee. Ui, ui, ui. Also, ich könnte. Ja, ja. Ja? Ja. Okay. Ach. Sagt er, ja, ja. Du bist ein bisschen in der Idee, ja, ja. Bei mir ist okay. Die Blicke sind alle so auf Kamera, wie ihr euch gegenseitig auf Schwanz manchmal luschert. Gehört zum Game. Oh, na hör mal, das war schön. Das war schön, kann man auch mal machen. Falls wir mal gefragt werden, was es heißt, ein Junge zu sein, zeig ihm das Video. Wow. Sagst du? Wow! Wow! Zurück zu haben wir uns dann wirklich bald, damit wir das Ganze nicht im Dunkeln machen müssen. Angekommen an dieser freien Fläche haben wir uns erstmal eine Runde an der Auszeit gegönnt, ein Müsli-Riegel gegessen, ein bisschen was getrunken und einfach die Aussicht genossen. So, Sportsfreundios, Sportsfreundiose. Es fängt an zu gewittern, es fängt an zu regnen. Wir haben jetzt genug gechillt, wir gehen jetzt Wasser auffüllen. Zurück zum Lager, damit wir nicht im Gewitter unser Lager aufbauen und dann gibt es Ramen-Nudeln bei Tollen. Ja, gut am Donnern hier, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich so Bock auf Donner gleich habe. Hey, du meinst doch, du willst ein schönes Gewitter haben. Du hast gerade eben gecallt. Ach, Regen. Ja, ja. Aber Gewitter ist auch cool. Du kannst zu uns kommen, wir kuscheln zu dritt ein bisschen. Hey, ich wollte gerade sagen. Ja, sonst komme ich auch mal rüber, so geluschert, weißt du, so nachts. Mal kurz fremd gehen, mal rüber luschern. Was guckst du so? Oh, da sind ein Ui! Aber ich find die Pose auch krass, so, weißt du? Schwanz nach oben und weiter fressen, weißt du? Den finde ich auch krass. Was geht ab, Homies? Was läuft? Was läuft?
guckst du so? Der hat den Highground. Der hat so den Highground, der Bruder. Der Bruder stützt gleich Anakin auf. Die riechen sich gegenseitig an der Poperze. Interessant. Ihr seid sehr interessante Wesen. Das regnet. Das regnet. Es hagelt. Und wir sind auf Holzklau-Mission. Aber es hagelt. Alter, ist das hart. Was glaubt? Wir sind wieder zurück. Ja, müssen wir auch noch machen. Alter, ich hoffe, das haben wir auf Kamera gesehen, den Blitz. Ed ist am Hageln. Es ist am Donnern. Es ist am Schütten. Und ich liebe diesen verfickten Baum. Jetzt ist gerade echt. Ja, so, wir haben ein bisschen Feuerholz mitgenommen. Haben wir kurz gefunden. Ja. So, klein Messer. Ja. So, und Zelt aufbauen verschieben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Das sieht nicht so schön aus. Wir würden jetzt anfangen zu kochen. Echt? Keine Ahnung. Korrekt, danke dir. Ja, wir gucken jetzt mal, wie sich das Wetter entwickelt und entscheiden, was wir machen. Also, ihr werdet es eh sehen, von daher. Bis später. Gucken, was das so kann. Ist auch intensiv hier gerade die Kamera-Connection zwischen dir und mir. Soll ich ein bisschen von mir erzählen? Ja, erzähl mir, was ich kann. Was ich so kann? Ja, In letzter Zeit kann ich wieder was mehr. Drei Finger mit dem eigenen Arschloch hat er bekommen. Das sollst du nicht erzählen. Nein, stark. Wie viel schaffst du? Ich hänge mir seit Jahren mit zwei. Ah, shit, okay. Ich habe auch noch nie mehr als zwei geschafft. Ja, ich muss auch lange, ich bin schon lange dabei. Übung macht den Meister, von daher. Vertraut mir. Wenn ihr Tipps braucht, schreibt mir gerne auf Insta. Privat aber. Wir machen uns jetzt Asianudeln, Rahmennudeln. Yeah. Ja. Mit Erdnüssen. Was macht Freddy? Freddy macht sich Reis mit Curry. Und danach haben wir hier mit hart geschossen. So, bei mir kocht der Reis. Schon alles fertig geschnibbelt. Und die Jungs da drüben sind auch am Zaubern. Aber das Feuerset ist geil, was wir neu haben. Also auch mit dem Top. Schau das Feuerwerk hier mit, hier bitte in der Videobeschreibung. Mit dem Link mit den 10% auf. Warte, 10% ist dann 10% Rabatt. Oder einfach Code Hans benutzen. Komm, ich geb ihm böse, ja? Der steht da drauf. Guck mal an. Zeig her den Lachs. Okay. Da ist eine Bowl. Eins nach dem anderen kommt jetzt hier rein. Was ist das? Vegetable Oil. So, das ist unsere Box. Geil. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall dieses Essen, was wir gerade da gezaubert haben. Wir sind direkt nach dem Essen aber auch pennen gegangen, ohne irgendwie noch gute Nacht zu sagen. Und am nächsten Morgen haben wir auch nicht so richtig Hallo gesagt, weil ich die Kamera noch laden musste, weil das habe ich über Nacht vergessen. Weil wir waren einfach fertig. Ja.
Allergie kriegt. Bös rein. Uiuiui. Ui, ui. Ja, heiliger Bimber, meiner. So fies am Wackeln gerade. Scheiße, Alter. Ja, steht frei, großer. Da muss ich einfach mit vier LOL-Spells beschreiben, ja. Erzähl mal. Tom, du kleiner Nerd, du. Ja, was ist das für eine Frage, ja? Für alle Nerds unter euch. Okay, Timo Passive, weil ich gerne mal einfach dippe. Was macht Timo Passive? Nee, erklären ist jetzt zu viel. Okay, muss ich googeln nachher. Müssen alle googeln. Boah. Den machst du gut, Freddy. Ich überleg viel, ja. Das ist ganz normal. Das ist so, musst du gehen, wenn du jemanden filmst von der Seite und beim Laufen. Den Eingang zu unserem fortführenden Klettersteig gefunden. Ging auf jeden Fall schneller, als Toms Kopf gerade funktioniert hat. Wie ihr gesehen habt. Müssen wir mal schauen, ob es der Weg ist. Bruder, ich hab fast auf Schnauze gelegt. Wenn ihr Probleme im Leben habt, ne? Schreibt uns einfach auf Instagram, Hans und Noel. Ist doch süß. Es geht, jetzt mal Freddy, der Kameramann. Ich dachte, solche Wege wie hier hätte ich jetzt hinter mir. Weil die mag ich nicht, die gehen auf meine Knie. Kurz klarkommen. Ja, die mag ich nicht. Die sind nicht so meine Main-Wege. Ich hasse lieber auf straighten Wegen einfach mal weiter. Uiuiui. Das ist nämlich hier nicht so mein Type, ja. You can't buy that. That's too expensive. That's what I hear your daddy say. Kurze Krisenbesprechung mit Hans. Ja. Wir sind jetzt schon sehr weit gelaufen, sehr weit runtergelaufen vor allen Dingen. Guck mal nach hinten, so wie steil das hier runtergeht. Ja. Jetzt haben wir hier eine kurze Krisensitzung, weil es ist ja schon letzter Tag, ne? Und Füße wollen auch nicht mehr. Und wir denken, dass der Weg irgendwo da unten im Tal landet. Deswegen. Was machen wir? Weitergehen! Auf! Auf! Mein Fuß tut weh. Stark, Tommy. Take it. I'm not afraid to die.
Freddy, der kleine Hanskopf, hat da irgendwas an der Kamera verstellt. Ich habe bis heute keine Ahnung, was es war. Doch, ich weiß es wieder. Der hat oben an diesem Rädchen gedreht auf. Wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Ja, jedenfalls hat er da irgendwas rumgedreht. Mikrofone haben nicht mehr funktioniert. Deswegen musste ich dann erstmal wieder zurück einstellen. Deswegen seht ihr jetzt erstmal einen komischen Versuch von uns, wie wir versuchen, so weit wie möglich den Fluss, war gar nicht komisch, war witzig, versuchen, den Fluss hochzukommen. Extrem dummer Call, Schuhe auszuziehen. Extrem dumm. So, Sportsfreunde, ihr habt mitbekommen, wir hatten die letzten paar Minuten keinen Ton. Ich hoffe, ich habe das mit dem Sprechertext richtig gut überdeckt. Wir suchen uns gerade ein kleines Päuschenplätzchen. Weil ihr seht, das ist hier eine Kulisse. Hier aus einem Bilderbuch. Wenn man da hochguckt, das ist wie aus einem Bilderbuch. Heftig. Wir gucken jetzt, ob wir noch weiterkommen. Machen wir nicht. Ich erfriere, wenn ich reinfalle. Ja, safe. Aber ein süßer Blick hier. Mikrofon, was willst du tun? Du Flip. Jups. Habt ihr gedacht, ne? Was hast du gesagt, kleine Schweinebacke? Einmal Eier dippen. Schon wieder? Ja, Buddy. Muss. Sagst du, die Leute haben nicht genug? Nein. Take 2. Heute ist Tom dran. Heute ist Tom dran, was soll ich erzählen? Mach Kopf! Ja, mach der Kopf! Pusten! Rückwärts ist die Schweinefacke, er will nicht so gesehen werden, will nicht. Er will nicht so gesehen werden, jetzt. Freddy, mir war das auch ein bisschen zu kalt. Deswegen gehen wir jetzt mit Tüchchen wieder rüber. Hey, hör mal auf, Freundchen. Bevor ich dir gleich zeige, was eine Wade ist. Zeig mal, was ein Arsch ist. Ein Haken, hab ich gesagt, mein Bruder. Achso. Ich dachte wirklich, wir kriegen jetzt alle Arsch zu sehen. Aber nein! Aber nein! Test, 2826, ja, Tom's Handy-Code. Läuft! Wow! So, zurück geht es, ne? Zurück, mittlerweile 19 Uhr. Wir brauchen so knapp 2-2,5 Stunden. Ja, wird dunkel gleich. Wir haben knapp 2-2,5 Stunden noch runtergebraucht, oder? Wird knapp 3-3,5 Stunden hoch. Schauen wir mal, wann wir oben ankommen. Oh, jetzt entspannt, nur noch ein bisschen kochen, wieder Feuer machen, Zeltchen aufbauen, morgen früh Sonnenuntergang. Ja,
Also, wir sind 10 Meter into it. Wir haben schon überlegt, Heli zu rufen, diese Rettungsheli, damit die uns hochfliegen. Weil geht gar nicht. Geht überhaupt nicht mit. Geht gar nicht! Shit, ja. Oh. Freddy, aktuelles Update. Aktuelles Update. Bis jetzt noch okay. Aber ich denke an die weiteren Meter. Und die machen mir keine Freude. RIP, ja. Freddy hat Probleme. Freddys Magen verdaut in uncoolen Situationen. Freddys Magen weiß, er muss jetzt 2 Stunden jaxen. Ja. Nee, ich muss kacken. Nee. Du musst kacken. Weiter geht's. Ja. Weiter geht's halt, ne? Muss halt drinnen behalten werden jetzt. Muss reingedrückt werden, zur Not. Tommys Finger, Tommys Zeigefinger rein. Ja. Sauber machen mit seiner Mütze noch. Ja. Er hat auch eine weiße Jacke von dem. So. Und der Taschentuch. Klopapierfarbe sehr nah, von daher. Richtig. Passt das. Passt schon. Jalla. Scheiße, der andert gerade anders heftig rein. Ich komme nicht mehr, klar. Wir müssen halt so jetzt locker 1000 Höhenmeter insgesamt nach oben machen. Wir haben safe schon 200, aber trotzdem, ich komme nicht klar. Die Waden brennen unglaublich. Und es ist ein echt, wie Justin gerade schon gesagt hat, ein unglaublich großer Akt. Es ist ein Film. Hey! Tommy! Und wen schreibe ich? Janis. Janis Abi. Der vierte Hans, der nicht hier ist. Ja, der soll Werbung machen für Columbia-Video, was gerade rauskam, wo wir hier sind. Wir sind jetzt gerade hier, während das Video rauskam gestern. Wir haben einen Montag. Ja. Super erklärt. Ja? Super erklärt. Super erklärt, ne? Danke. Er mag mich nicht. Er mag mich nicht. Fick dich, Freddy, auf Kamera. Also Sportsfreunde, mal ganz komisches Update. Wir sind anscheinend bei Straß. Wir sind seit gefühlt. Hast du mal, dass ich sagen würde, wir sind zu schnell gegangen. Wir sind gefühlt eine halbe Stunde unterwegs, nicht mal. Alter Verwalter, was ist das denn? Wir sind einfach mir auch ganz spanisch vor. Einfach hochgeballert. Ja, ja. Das ist ja geisteskrank. Aber wo war die Hütte? Ich habe auch das Gefühl, wir haben die Hälfte geskippt einfach. Komisch. Wir haben Danny gefunden. Der raucht sich ein Lunte. Der Bruder ist Joint am Rauchen. Danny. Danny ist einfach neu. Neue Seele. Krass. Survival Danny mal anders. Wir sind auf jeden Fall wieder bei der Hütte, wir haben wieder fies Meter gemacht. Ich versuche mal einen Sonnenuntergang da drüben zu gucken. Aber da sieht es eher. Ich habe schon gesagt, ich habe gesagt, da sieht es mehr nach Weltuntergang statt Sonnenuntergang aus. Ich habe Hoffnung. Yalla, Kickdown. Zumindest einer. Naja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt kurz eine Runde gechillt, kurz ein paar Minuten entspannt. Bruder, die Mütze geht so steil. Echt? Ja, die geht so steil. Uff, ich muss kacken. Ah, ja. Ich leider nicht. Also bei mir ist er wieder. Leider nicht mehr. Wäre gerne dabei. Auf geht's. Wirklich. Seit 10 Minuten laufen wir gerade gefühlt, wurde kein Wort gesagt, nur einfach nur gestampft. Oh, sind jetzt aber bei der Alm.
füllen jetzt noch das Wasser auf. Dann geht's hochkochen. Ein bisschen Feuer machen wahrscheinlich wieder. Und chillen. Rest Day. Tägliches Wasserklo-Ritual. Nummer 1 des Tages, Nummer 2 folgt gleich. Das Schild kommt immer gut durch für mich. Kein Trinkwasser. Auch hinten, das dahinter. Füße tun ein bisschen weh, aber ist okay. Schön hier. Bei mir eher der Arm von dem Beutel, Digga. Nett hier. Nett hier. Aber waren die schon mal im Pool? Waren sie schon mal Fantasien? Fantasien. Das gehört so sehr krass sein. Ach ja. So lecker. Ich bin ja noch ein bisschen ins Wasser gedippt. Ich freue mich aufs Essen. Oh, nee. So, Freunde. Feuer ist am Laufen. Gekocht ist auch schon. Heute Gibbet. Thunfisch mit Tomatensoße. Zwiebeln, Knoblauch haben wir da drin. Genug. Geil, boah, ich hab richtig Bock drauf. Und Freddy hat währenddessen uns ein Reis gezaubert. Yeah. Ich hab so unglaublich Hunger und so unglaublich Bock auf dieses Essen. Und ich bin bald mit dem Feuer zu verbleiben. Was ein letzter Tag, Freddy. Erzähl mal. Was will man mehr? Meine Füße können auf jeden Fall nicht noch einen Tag. Also wir haben auch einheitlich gesagt, wenn wir länger hier wären, wäre morgen auf jeden Fall ein Rest-Day. Aber deswegen eigentlich perfekt, dass wir morgen fahren. Ich freue mich auf die Nacht und morgen gibt es noch einen Sonnenaufgang. Darauf freue ich mich auch sehr. Mal schauen, ob wir ihn sehen, aber wir werden da sein, weißt du? In der Mitte von die Fuschers. So, Essen war sehr lecker, fand ich. Ich habe mich auch richtig darauf gefreut. Thunfischreis oder generell, ich mache es eigentlich mit Nudeln. Aber so eine Thunfisch-Tomatensauce, ich finde die babamäßig. Ja, gleich der Plan ist noch, wir chillen hier einfach gerade am Feuer. Noch ein bisschen genießen. Der Plan gleich ist runter Wasser holen nochmal. Auch wenn keiner von uns Bock hat, aber wir haben halt einfach kein Wasser hier. Das ist ein bisschen Abfuck. Und eventuell, wenn die Kraft noch reicht, kurz gucken, wo man morgen den Sonnenuntergang gucken kann. Safe nicht. Sonnenaufgang. Beide haben gerade safe nicht gesagt, also dann safe nicht. Dann Zelte aufbauen noch, müssen wir machen. Und dann wird geratzt und dann 5 Uhr klingelt der Wecker. Wir sagen gute Nacht, Männer. Hauen Sie rein. Wo ist 5 unser Schwarz? 5 Schuhe. Und Müll. Und Müll. Und wie dreckig ich bin. Na süß für den Schnitt, weißt du, so damit man am Ende so ein bisschen. Der kommt gut. Ja, der kommt sexy. Da muss ich so reinkroppen und das dann so drehen, dann ist dann so alles verpixelt. Raffst du dich? Dann warte jetzt oder? Schwimmbutz. Oder wollten wir noch einmal einen Auftritt geben? Atemlos durch die Nacht. Guck, was Liebe mit uns macht. Ist das die Lyric? Ach wo, ich hätte. ich hätte was ganz anderes jetzt gesagt. Ja, genau. Durch die Nacht. Okay, ey, wir wollten. Guten Morgen erstmal, ne? Guten Morgen. Wir wollten Sonnenaufgang gucken, haben wir nicht gemacht. Wurde auch radikal kein Wecker gestellt, nö. Weil. Freddy muss jetzt noch 8 Stunden fahren und das wären so 4 Stunden, 3 Stunden Schlaf gewesen. Ein Hoch auf Leute mit Führerschein. Ahu. Ahu. So. nichtsdestotrotz. Da kommen Menschen. Das erste Mal, dass hier Menschen hinkommen. Wir haben einmal 2 Personen Orange, gesehen. Aber da kommt nicht, die werden wieder umgedreht. Ist doch egal, Freddy. Zelte sind weg. Oh Gott. Oh, dann machst schon wieder Parre. Wir gehen nach Hause jetzt. War sowieso bewölkt, hat auch geregnet, deswegen Sonnenaufgang wäre eh nichts geworden. Also gute Entscheidung. Ja. Wir haben jetzt kurz vor 11, ab zum Auto, nochmal Rucksäcke an und dann Ahu nach Hause. Ja, la Kickdown, tschüss. Wir müssen jetzt berghoch, wir müssen berghoch ackern, stand nicht im Vertrag. Oder, Freddy?
Nee, ne? Gültig Wort per WhatsApp. Ich dachte auch, wir werden. Ich dachte, wir hätten das hinter uns gelassen, das mit dem Berg hoch. Hat sich gezogen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ein bisschen länger geworfen. Ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf den Rucksack. Reicht jetzt auch. Reicht mit Rucksack für die nächsten Jahre. Mein Rucon! Meine königliche Rucon! Mein Rucon macht das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. It's with the fur, the whole okay. He hit the floor! Hit the floor! Gotta go low, 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 low.